Wir sind super reich, aber das brauchen wir vielleicht auch, weil eventuell ist jetzt das neue Schwert fertig dann. Müssen wir mal gucken. On behalf of Sylvia Crystal, I am here to tell you that you are now officially ranked second. Thanks. That was a close one. Almost didn't make it. It was a fine Kerosin fight, benutzt du zum sir. Feuerspucken. Shit, that was close. Wie schmeckt denn Kerosin? Ist das nicht eklig? Nummer 2. Nice. Ja, den Geschmack kriegt man circa eine Stunde später erst wieder weg. Das kann ich mir vorstellen. Aber wie, weil ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll. Geht das so in Richtung Benzingeruch oder ist das wirklich eher wie Wodka oder sowas in der Art? Oder wie Grillanzünder oder sowas, irgendwas Vergleichbares. Safe, Aufrichtung Finale. Der Weg zum Finale kann unter Umständen lang sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß nicht, aber wir sind auf dem Weg zum Finale. Ist vom Geruch her wie Spiritus. Sorry to inform you that your video membership will etwas wie Grillanzünder. Ah ja, da kann ich mir was drunter vorstellen. Glaube ich unangenehm. Aber es ist natürlich cool, wenn man dann Feuer spucken kann. I wish you a pleasant journey. Sodala, 550.000. Das ist gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Das ist cool. Jetzt müssen wir aber erst zu unserer Schwertlady und nochmal ins Fitnessstudio. Und dann reiten wir los. Also da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Geld verdienen. Aber wahrscheinlich gibt es auch einen neuen Job. Aber wir hätten jetzt schon genug Geld. Ich könnte jetzt gleich den letzten Kampf machen. Aber ich will wirklich das letzte Schwert auch unbedingt und auch ins Fitnessstudio will ich nochmal. Weil wir halt dann doch unsere Ausdauer, unsere Lebensenergie und unsere Stärke ein bisschen nach oben treiben. Und das ist definitiv eine gute Idee. Auch wenn wir dann noch ein bisschen grinden müssen. Travis, you couldn't have come over at a better time, huh? You're not gonna believe your eyes. Oh Gott, der hat neuen Text. Ich drücke ihn einfach weg, aber ist egal. Aber der hat keine neuen Videos. Na dann. Now don't get yourself killed. Au, mein Ohr ist eingeklemmt. Um was geht's in dem Game? Es geht einfach nur darum, dass unser Protagonist Travis Touchdown Ranglistenplatz Nummer 1 der Auftragskiller werden will. Und deswegen macht er in einem Turnier mit, wo die besten Assassine gegeneinander antreten. Und wir haben jetzt 9 getötet und die Top 10 erklommen und sind jetzt auf Platz 2 und einer fehlt noch. Und im Grunde ist das die ganze Story. Und wir machen das am Anfang vor allem wegen Geld, aber später dann auch, weil wir die Auftragsgeberin, also die Turniere so veranstaltet oder unsere Kontaktperson zumindest, weil die scharf findet. Weil mit der ins Bett will. Das ist so seine Hauptmotivation. Geld und Sex. Darum geht's eigentlich. Und deswegen bringt er die Hey, don't lay a single finger on anything. Und Ehre. Auch ein bisschen. Oh, das ist so teuer. Aber ich muss es machen. Das ultimative Laser-Katana. Beam-Katana, meine ich. Ja. Oh, jetzt müssen wir aber echt ganz schön grinden, leider wieder. Aber das ist es wert. You otaku. Reist er auch durch das ganze Land? Ja, mehr oder weniger. Ich meine, so weit kommt er nicht rum. Die weitest entfernten Ziele sind irgendwo mit dem Bus oder mit der U-Bahn erreichbar.
aber schon. Nur so wird man der Allerbeste. Er reist auf jeden Fall durch ganz Center Destroy. Ich weiß schon, ich habe schon gesehen. Aber er muss nicht lang suchen nach den Auftragskillern weit und breit. Und er will auch nicht wissen, was ihm diese Macht verleiht. Sodala, wir... Was wollte ich noch machen? Ah ja, genau, Fitnessstudio. Thunderyu, der jetzt ein Geist ist. Oh, ja, das. Was spielt das Lied? Ich weiß nicht, wo ich das jetzt herkriegen soll. Außerdem ist doch zur Zeit, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber wird nicht irgendwie, ist nicht gerade auf... was haben wir denn hier? Was Neues? Irgendwas davon. Ist nicht auf Twitch gerade irgendwie große Musikindustrie-Terror, weil gerade alles irgendwie gestrikt und geclaimed und was weiß ich was wird. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Sucht dafür irgendwann die 6 Death Balls. Na, im ersten Teil sucht man ja schon auch immer die 7 Dronovic Balls, oder wie die heißen. Damit man neue Moves lernt. Am besten nicht mal summen. Also so schief wie ich die Lieder singe, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Das dürfte nicht mal ähnlich sein. Ich habe einen bekommen, weil im Spiel Thief Simulator Sirenen zu hören waren. Was? Wer hat denn bitte den Anspruch auf Sirenen? Aber ich höre da auch immer wieder Geschichten, das glaubt man gar nicht. Zum Beispiel hat eine YouTuberin, die auf dem Klavier Sachen spielt, Strikes von Sony Records bekommen, wegen klassischen Stücken, wegen Lieder von Chopin, die auf ihrem Klavier gespielt hat, bekommen. Was natürlich absolut lächerlich ist, weil Sony mag irgendwie die Lizenzen an irgendeinem Orchester haben, die das Lied spielen, aber die besitzen nicht die Lieder von Chopin, oder Chopin, glaube ich, spricht man ihn wirklich aus, und so weiter. Aber, ja genau, machen die. Und das ist auch kein, wenn man die drauf anspricht, so von wegen so, oh Gott, das war unser automatisches Erkennungssystem, tut uns leid, wir nehmen es gleich zurück, sondern die meint es ernst. Niemand darf klassische Musik spielen, die auch schon mal von dem Orchester, das bei ihnen auf einer CD erschienen ist, gespielt wurde. Oder so. Tja, was soll man da sagen? Maximum Vitality increased. Aber nur ein Bit. I wait for you. Ja, mach das. Das ist eine gute Idee. Lass dir Alltagsgeräusche irgendwo sichern. Ich glaube, du musst nur eine große Firma sein und behaupten, du hast die Rechte dran. Dann geht das schon. Du musst die nicht mal wirklich besitzen. Da habe ich einen echt witzigen Podcast gehört. Wirklich, also witzig, aber auch irgendwie zum Kopfschütteln. Auf ein Bier macht in Kooperation mit Stay Forever, machen die gemeinsam immer den 10 Jahre Klüger Podcast. Da reden die quasi über das, was vor 10 Jahren so los war in der Videospielgeschichte. Und da haben die quasi über einen Trickbetrüger geredet, der die Videospielbranche in den USA für eine Zeit lang terrorisiert hat,
Weil der hat irgendwie eine Scheinfirma im Grunde gehabt. Welcher Begriff war das gleich nochmal? Ah, irgendein Wort. Seine Scheinfirma hat irgendein Wort beinhaltet. Edge war's. Der hat sich Edge sichern lassen für seine Firma und hat dann überall alles, was irgendwie Edge im Namen hat, das Videospielmagazin, das englische Edge und so weiter, Mirror's Edge, alles, was Edge hatte, hat er quasi Unterlassungserklärungen mit sonst irgendwelchen lächerlich hohen Summen rumgeschickt. Und viele haben dann auch bezahlt, weil der so ein penetranter, nerviger Kerl war. Niemand wollte sich mit dem rumärgern. Und gerade die größeren Firmen haben dann teilweise gesagt, ja, scheiß drauf, gib den seine blöden 20.000 und dann sind wir ihn los. Und das war eben der Fehler. Genauso darf man halt mit so Betrügern nicht umgehen. Und dann hat er eben versucht, sich mit EA anzulegen, wegen Mirror's Edge. Und EA hat dann gesagt, ja, machen wir einen Prozess, schauen wir mal. Und da wurde er halt dann komplett zerlegt im Grunde in diesem Prozess. Und das war teilweise echt witzig. Vor allem auch die Richterin hat den auch wirklich, also, ja, ist wirklich witzig, ist hörenswert. Und letztendlich ist er aber ohne große Strafen davongekommen, mehr oder weniger, der Kerl. Weil so richtig nachweisen, dass es jetzt wirklich Betrugsvorwürfe war, konnte man es auch wieder nicht, weil... keine Ahnung. Er hatte ja wirklich so eine Lizenz auf diese komische Scheinfirma, die angeblich Spiele gemacht hat. Und für alles hatte er immer eine Antwort und eine Ausflucht, die teilweise lächerlich war, aber man kann ihm halt nichts nachweisen. Und der ist jetzt mittlerweile irgendwie Schaman und Wunderheiler. Cool. Ja, so ist das. Bike Jump, machen wir das mal. Jump your bike off the point. Try to fly as far as possible. Ja, cool, klingt gut. This jump is for you, don't forget. Ich meine, theoretisch kannst du dir gerade in den USA alles schützen lassen, theoretisch. Aber weil das Patentamt interessiert sich erstmal nicht dafür, was du dir da schützen lässt. Aber vor Gericht kann halt vieles dann nicht standhalten. Weil halt die Richter einfach sagen, bist du eigentlich bekloppt, dass du dir sowas schützen willst. Aber man muss halt dann erstmal, wenn man quasi angegriffen wird von jemandem, wenn jemand behauptet, der habe irgendwie... Du hast sein Patent geklaut, musst du halt dann erstmal vor Gericht gehen. Und das ist natürlich unangenehm und teuer und will man eigentlich nicht. Ich glaube, ich hätte noch gar nicht von der Schanze springen sollen, oder? Ich muss, glaube ich, erst zu meinem Auftraggeber fahren. Und deswegen zahlen dann viele quasi, wenn die erpresst werden im Grunde. Das darf man eben eigentlich nicht machen. So, wenn du an die unausgesprochenen Regeln von Santa Destroy glaubst, gibt es hier keine Kultur. Was? Nur, Verlierer. Aber selbst Verlierer können ihre eigene Kultur kreieren. Reite die Wellen, Verlierer. Fahr das Rennen mit deinem Motorrad. Aber der größte Verlierer von allen, sie springen. Ein guter Sprung wird deine Zukunft kickstarten. Okay. Ist schon okay. Er ist wieder verrückt. Er spinnt wieder. Okay, jetzt müssen wir springen. Soll ich die Sprungtaste eigentlich drücken oder einfach nur fahren? Ich fahre mal einfach nur ohne Sprungtaste. Nein, das war ein Failure. Dann muss ich doch wirklich die Sprungtaste drücken. Verdammt. So jemand heilt dich bestimmt auf wundersame Weise von den Lasten deines Geldes. Ja, genau. Das auf jeden Fall.
So weltliche Güter belasten nur die Seele. Komm, steck's einfach hier in meinen Safe, dein ganzes Zeug. Dann geht's dir besser. Was denn? Was denn? Das ist die Sprungtaste. Ich verstehe nicht ganz, was das Spiel von mir will hier gerade. Die haben am Schluss noch so gesagt, dass der sich jetzt aktuell wieder eine Firma, also einen Firmennamen beansprucht hat, der auch wieder irgendwas mit Edge heißt. Naja. Sehr gut. Ich hoffe, mein Moped steht jetzt da. Ja, okay. So, also, jetzt versuchen wir es nochmal. Das ist die Sprungtaste. Es ist definitiv die Sprungtaste. Und ich kann auch während des Boostens springen. Ich springe einfach mal viel früher, bevor ich die Schanze überhaupt berühre. Dann wird das schon hinhauen, hoffentlich. Ah, und wie das hinhaut, tatsächlich. Good job. Na dann. Naja, gut, das, naja, weiß ich nicht. Hey, Drittgrader. Ach so, genau. Ich krieg jetzt wieder einen neuen Assassin-Job. Hoffentlich können wir mit dem viel Geld verdienen. Oh, ich muss nach Hause. Ich muss sowieso nochmal nach Hause, bevor der letzte Bosskampf losgeht. Das stimmt. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen Geld grinden. Schauen wir mal. Hoffentlich bringt die letzte Auftragsmission jetzt hier ordentlich viel Kohle. Ansonsten machen wir die ich jetzt vorher ein paar Mal gemacht habe. Jedes Mal über 100.000, dann haben wir das Geld auch gleich zusammen. Aber probieren wir mal den Assassin Gig 20. You'll face cloned humans. Okay. Extra ins Stadium fahren. Na, von mir aus machen wir es mal. Vielleicht lohnt es sich. May you find your upper part? Ja, aber ich als Travis Touchdown in meiner Persona im Videospiel bin nicht zu Hause. In unserem virtuellen Zuhause. Außerdem könnte ich auch von woanders streamen, theoretisch. Aber tue ich nicht. Aber wer weiß. Ach, aber jetzt vor dem Auftrag? Okay, zu spät. Ich habe ihn schon angenommen. Ich hätte mir schon gerne mein neues Laserschwert geholt, eigentlich vor dem Auftrag, denke ich mir gerade. Aber jetzt ist es zu spät und ich bin doof. Jetzt bin ich auch noch falsch abgebogen. Tada! Hey Tom, danke fürs Followen. Hallo, willkommen. Ah, ich habe mein neues Schwert schon. Na dann, das hat er automatisch gewechselt. Okay, cool. Halt, stopp, aufhören. Genau. Stop.
Könnt schon ganz viel, also könnt gut was einbringen. Neue Gegner bitte. Oh nee, ah, begrenzte Gegner. Ah, schade. Sonst könnte man hier echt viel Kohle einnehmen. Aber leider gibt es nur 30. 90.000 ist zwar nicht schlecht, aber da ist der Weg so weit hin. Immer wieder hin und her fahren ist dazu nervig. Aber gut, okay, cool. 90.000 haben wir. Fehlen nur noch... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie viel brauchen wir? 55? Oder brauchen wir nur noch 350.000? Wenn mich nicht alles täuscht. Das geht eigentlich. Machen wir, wenn wir Glück haben, zwei, drei, na schon eher dreimal die andere Quester. Das, was wir vorher gemacht haben. Und dann haben wir es. Da mache ich jetzt auch gar nicht mehr große Experimente. Machen wir einfach wieder den Grind von vorher. Und dann sind wir 0,6 fertig. Strabis, welcome. Okay, welcher war das gleich nochmal? Man könnte die noch versuchen, aber... Nein, nein, nein. Without taking a single hit mache ich nicht. Das nervt mich nur. Genau, das machen wir. May you find your superpower? Nein, 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 nein. Das ist so angenehm nah. Ehrlich gesagt, ich meine, man verdient auch echt viel Geld mit der Quest, das ist auch cool. Aber dass man einfach zu Fuß schnell rüberlaufen kann und nicht durch die halbe Stadt fahren muss. Allein das ist für mich Grund, dass wir die Mission jetzt grinden und nicht irgendwas anderes. Ist schon gewagt, oder? Dass der seine Hand hinten an sein Laserschwert hält und dann drückt er drauf und zieht schnell weg. So schnell wie sich das ausfährt, entfernt das von seiner Hand. Ja, gefährlich. Nicht zu Hause versuchen mit eurem Laser-Katana, Beam-Katana oder Laserschwert oder was auch immer ihr an energiebasierenden Nahkampfwaffen habt. Mal schauen, ob wir mit dem Schwert mehr schaffen oder weniger. Momentan läuft's nicht. Ah, das ist blöd irgendwie, dass die das überleben. Dafür hat das aber auch irre Reichweite, muss man auch sagen. Yeah.
Ja, schauen wir mal. Jetzt wird auch noch die Energie von meinem Schwert leer. Das ist ja ungünstig. Was mit dem anderen nicht passiert. Ach komm schon, wirklich jetzt, was ist los? Oh mein Gott. Na, schade. Na, wenn es darum geht, möglichst viele Gegner in kurzer Zeit zu töten, ist das Schwert anscheinend nicht ganz so gut wie das alte, das wir hatten. Dafür sind die Bereiche eigentlich von den Schwungattacken irre riesig. Aber die machen gerade so nicht genug Schaden, dass die auch sterben alle. Sonst wäre es irre. Aber gut. Na, von mir aus. Ich bin letztens über dein Fallout 4 Survival Video gestolpert und habe angefangen, die zu schauen. Und habe selbst Lust bekommen, mal wieder Fallout 4 und vielleicht auch im Überlebensmodus zu spielen. Hey, ich habe auch schon dran gedacht, wirklich jetzt. Wenn, das sind zwei große Wenns. Aber wenn, erstens, auf der PS5 Fallout 4 mit meinem Safe Game und dem Mods läuft. Und das sind große, große Wenns. Ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert. Aber wenn das alles funktioniert und ich wieder in meine Vault kann und die Konsole nicht abstürzt deswegen und man vielleicht sogar in der Vault weiterbauen kann, weil die eben nicht mehr dauernd abstürzt. Wenn. Dann würde ich verdammt gern an meiner Vault weiterbauen und wieder Let's Build-Folgen zu Fallout 4 machen. Und wenn Fallout 4 endlich mal im Games Pass landet, ich frage mich, warum das noch nicht drin ist, aber kann noch bedauern, ein paar Monate vielleicht sogar. Der Deal mit Bethesda ist ja noch nicht mal wirklich offiziell über die Bühne gegangen. Insofern, aber wenn das Spiel im Games Pass ist und ich das somit für die Xbox besitze, die ja quasi vollen Mod-Support hat, könnte ich mir auch vorstellen, das Spiel nochmal heavy gemoddet durchzuspielen. Wäre schon cool. Mal schauen, ob's auch so kommt. Ich hätte auch gern Laserschwert. Ich auch. Aber es ist auch, ich würde mich wahrscheinlich damit umbringen. Aber für die Küche ist das schon geil. Stellt euch vor, ihr schneidet irgendwas und schneidet erstens wunderbare Stückchen, perfekt geschnitten mit einem ganz feinen Laserschwert. Und gleichzeitig sind die gleich gebacken oder gebraten oder was auch immer das ist, was ihr da schneidet. Und fertig ist das Essen. Man schneidet es gleich auf den Teller. Ist voll super, oder? So, gehen wir Geld verdienen.